Ich hab nen Spaten, geh weg. Na, zieh mit dem Pfeil auf mich, dann blöde Pisser. Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und ihr seht gerade da hinten, die Welt wird immer schöner, also zumindest hier vorne, es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und die baut sich immer mehr auf und es ist arschdunkel mit dem Shader, muss ich sagen. Ich mache mal ein kleines bisschen mehr Licht, dass wir oben ein bisschen weitermachen können. Ich weiß noch nicht, wie lange mein Gedüns hier, also wie viele Steine ich noch dafür habe, ob das noch reicht. Und ja, ich werde eigentlich fast jede Folge gefragt, ja, mach doch mal ein Tutorial, wie du deinen Controller mit deinem Nvidia Shield probierst. Aufpassen. So. Da habt ihr es gesehen, so mache ich meinen Controller, so verbinde ich meinen Controller mit meinem Nvidia Shield. Ich werde zwar jedes Mal gefragt und ich sage jedes Mal, das lohnt sich nicht, ein Tutorial zu machen, für das, was ich da mache. Und jetzt habe ich es einfach mal gemacht, mitten im Video, damit ihr seht, dass sich da wirklich kein Tutorial lohnt. So, ich habe auch gelesen, ja, das passt aber nicht so ganz rein hier mit den Steinen. Ist zwar ganz schön, aber passt nicht in die Mittelalterwelt. Doch, pass auf, das wird nachher reinpassen. Das wird nachher ganz hübsch aussehen. Wirst du sehen. Also, lass dich selber überraschen. Ich muss mal erst kurz niesen. So, da war ein kleiner Nieser gerade mit drin. Weiß auch nicht, was mit mir los ist. War das jetzt so richtig? Warte mal. Ja. Pass auf, das hier. Das ist nur der Boden. Den wirst du nachher gar nicht sehen. Das wird nachher ganz anders aussehen. Das ist nur mal so ein. Hup, hup. Hier wird sowieso noch einiges wieder rausgeruppt, weil ich noch die Zwischenwände und sowas alles mache. Warte, zack, 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 zack. Und ja, ich habe es auch gelesen. Sorry, dass ich mir immer nicht die Namen merken kann, weil es sind immer sehr, sehr viele Kommentare. Ich versuche zwar jedes zu lesen, also ich lese ja auch jedes, aber ich kann nicht auf jedes so komplett reagieren. Dass die Bäume nicht wackeln, das mit dem Shader umbauen, mit der Wave-Datei. Ich weiß, wie es geht, aber ich bin ehrlich gesagt zu faul dazu. Also, dass die Bäume wackeln, ja, schön und gut. Aber ich bin zu faul dazu. Eindeutig. Ich guck mal kurz rein. Habe ich hier noch eigentlich noch was reingeparkt? Ja, hier. Ja, gucke. Ich hab vorbereitet. Ich kann zumindest den Boden teilweise ausfüllen. Ich nehme erstmal die 64er, die ich hier drin habe. Versuche erstmal hier ein bisschen weiter zu klatschen. Klatschi, klatschi, klatschi. So. Oh, die schöne Dragon Age Mucke im Hintergrund. Ich liebe es. Mich quillt schon wieder Nieser. Oh, was ist da heute los? Nee, noch nicht. Warte, gleich. Oh, schlimm heute. Mann. Das Dumme ist, ich muss das jedes Mal rausschneiden. Jedes Mal, wenn ich das Video dann im Renderprogramm habe, muss ich jedes Mal meine Rotze hier rausschneiden. Das ist nervig. So, mir war so, als wenn ich hier unter dem Ding schon mal gebaut habe. Kurios. Zack, zack, zack. Ich weiß, dass es hier so... Ach, nö. Aber doch, passt. Es ist hier so eine mühselige Arbeit wieder. Zack, zack, zack. Ich weiß noch nicht, mit was ich es außen rum baue. Ich müsste es auf jeden Fall alles noch begradigen. Das heißt, wir müssen irgendwie... Also hier muss es ein Stück nach außen gezogen werden. Da kommt hier draußen eine Terrasse. Ja, leck mich doch am Arsch, das wird so gemacht. So, zack, zack, zack. Ich weiß, das ist hier auch keine besonders krasse, unterhaltsame, ja, super, hyper, mega, bumsi-Folge, sondern das ist eher so, ja, der setzt ein paar Steine dahin und redet. Aber gut, Sinn eines Let's Plays ist versuchen, jemanden zu unterhalten mit Gesprächen. Was ich zwar auch nicht schaffe, weil ich merke deutlich, also ich meine, bald 7000 Abonnenten und müsste ich ja auch schon denken, bald 7000 Abonnenten, der hat bloß 300 bis 400 Klicks pro Video Abonnenten gekauft oder was? Nö, die gucken bloß immer andere Videos und nicht das, was ich neu mache und fragen mich in den ganz alten Videos, die 2 Jahre alt sind, irgendwelche Dinge, die ich gar nicht mehr weiß. Zum Beispiel, gestern war einer drinne. Ich hatte damals auf der PlayStation 4 ein Glitch-Video drinne. Es war 2014.
Und jetzt schreibt einer, geht nicht. Es ist klar, dass es nicht funktioniert. Wenn das Video 2 Jahre alt ist und ein Glitch-Video, das funktioniert dann auch nicht mehr. Das ist 2 Jahre alt. Das wurde schon längst irgendwie gepatcht. Aber das versucht man den Leuten irgendwie beizubringen. Das funktioniert nicht. Gerade, ich weiß, ich meckere immer wieder, aber gerade die etwas jüngeren Leute, die, du bist voll scheiße, das geht nicht. Ja, guck mal aufs Datum, das ist 2 Jahre alt. Es geht trotzdem nicht. Boah, da würde ich am liebsten manchmal durch den Monitor durchschlagen. Ich weiß, Kinder schlägt man nicht, aber ich weiß nicht, also manche, die haben es, glaube ich, ein bisschen verdient. Jetzt kommt die Hates. Ah, du Pisser, du willst Kinder schlagen. Nein, ihr versteht das wieder falsch. Ich will nur bestimmte Leute schlagen. Habe ich noch ein paar Steinchen von denen übrig? Ich hätte... Was? Das kommt ja auch noch. Der hat das gewittert, dass ich online bin. Dass ich früh online bin, nicht abends. Sonst wüsste er, dass ich abends, da sind rausgegangen. Mein Glück, werde ich nicht gestört. Nein, er ist wieder da. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er versucht euch nur zu verwirren. Der Bobby versucht euch zu verwirren. Der kommt online, geht offline, kommt online, geht offline. Kann aber auch sein, dass einfach nur das Internet gerade botten schlecht ist, weil ich online bin. Weil ich bin gerade mit über UMTS online und ihr wisst, UMTS, na gut, LTE. Ich bin gerade mit dem LTE-Stick online und das frisst ein kleines bisschen, gerade am Server. Nein, du kannst von dem Scheiß hier noch genug, da kann ich das anmachen. Da können, machen wir so mal jetzt ein paar Erzählrunden, bis ich den Scheiß hier fertig habe. Warte. Oh, das ist aber auch eine hässliche, mühselige Arbeit, ne? Da wirst du blöd nach einer Weile. Jetzt musst du mal gucken, ja, wie machst du das hier eigentlich am besten? Wie sieht es denn ganz gut aus? Und später reiße ich eh alles wieder ab. Schade, dass es, also ich jammer ja immer wieder, dass es den Dings-Mod nicht gibt. Wie heißt der? Ich muss nicht auf den Namen. Zimmermanns-Mod. Den würde ich ultra gerne hier haben. Und falls jetzt... Ich hab einen Spaten, geh weg. Na, zieh mit dem Pfeil auf mich, dann blöde Pisser. Hau ab. Hau ab. Die sagt gerade, der schießt bestimmt mit dem Bogen auf mich. Und jetzt müsste ich nur noch einen Lebenspunkt haben, er wird mich killen. Boah. So, ich buddel jetzt erstmal, ich baue jetzt hier erstmal die restlichen, nein, was mache ich da? Die ist Steine weg. Hör auf mich zu beobachten, das Christbaum vor, zack. So, zack, zack. Die brauche ich nicht. Hier, guck da unten, da, guck mal da. Au. Ja, mach den mal weg. Ja, tu was für dein Geld. Mach den Spacken da hinten weg. So. Ah, Gott. Hier suchen wir die weißen Steine, aber du hörst mich ja nicht. Wir müssen uns irgendwann mal was einfallen lassen, wie wir uns verständigen. Mit schlechtem Internet. Ja, weil ich habe ja bottenschlechtes Internet. Der Swiss Games hat auch bottenschlechtes Internet. Und da macht ihr das immer beschissen, ein Programm zu finden, über das wir quatschen können. Wir würden ja gerne, aber ihr wisst, wenn ihr auf einem Server zocken wollt und gleichzeitig mit jemandem reden wollt, das frisst ein kleines bisschen Internet. Gerade, wenn du zu Hause schon kein gutes Internet hast. So, zack, zack. Mir fehlt der weiße Stein. Such mir was, du Sack. Lauf. Er soll mir das jetzt nicht fertig bauen, er soll mir Steine suchen. Ich glaube, er hat meine telepathischen Kräfte jetzt gerade empfangen und rennt los und holt Steine. Das wäre natürlich ein Ding, ne? Schon wieder alle. Nein! Ach ja, ich weiß nicht, von dem Deo... Arschloch. Von dem Deodrit findet man
bei mir nicht so viel. Ich finde immer hier von dem Andasit richtig viel. Das kann ich ja gut verbauen, aber das Anilump ist immer nicht da. Was ich schade finde. Weil ich brauche es am meisten. So, zack. 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 Huch. Zack. Zack. Was haben wir denn heute für Mucke? Ich werde auch immer wieder gefragt, was ich denn hier für Musik verwende. Das sage ich zwar jedes Mal, das ist Zelda-Musik, Dragon Age-Musik, was war noch? Zelda, Dragon Age, Witcher, ja, und World of Warcraft. Aber würde ich an eurer Stelle nicht verwenden. Die Musik ist nämlich lizenzgeschützt, die großteils. Das heißt, wenn ihr es auf YouTube stellt, könntet ihr da ein bisschen Ärger kriegen. Aber ich habe ja Lizenzen dafür und deswegen darf ich diese Musik verwenden. Zumindest Spielemusik. Ich darf jetzt keine Musik verwenden, die nicht in irgendwelchen Spielen vorhanden ist. So. Lala. Lala. Ah, oh, warum muss der denn nur gerade dastehen? Warte mal, ich mache hier nochmal so Nippelpoppel drauf. Jetzt hör mal mit zu beschießen, sonst hau ich dir den Stein vor den Kopf. So. Da geht der Bob wie einer auf den Sack, ne? Alter! Wo schießt er denn jetzt überhaupt? Irgendwo da drüben kommt's. Warte mal. Ach, da oben auf dem Berg sitzt er. Treffen kann er trotzdem nicht. Ja, ja, da will ich gerade was hinbauen. Jetzt versucht er mich hier bei der Arbeit zu behindern. So, ich brauche hier noch... Aber ihr seht, in den 10 Minuten hier, die wir hier sind, haben wir schon ein bisschen was geschafft. So, ich baue jetzt trotzdem mal die Wände ran. Ich hoffe... Ja, Ziegelstein. Müssen wir nur mal gucken, wie wir das machen. Wie wir das hier abschneiden. Ich mache jetzt erstmal so eine Art Grund hier hin, wenn ich gucken kann, wie machen wir es denn am besten. Na, komm, ein Stück runter. Wenn er jetzt schießt, falle ich runter. So, zack. Du Sack, ich falle jetzt nicht runter. Außer wenn du schießt. Und das wird er, denke ich mal, gleich probieren, weil er ein Sack ist. Das müsste ich eigentlich theoretischerweise mal zack. Eins, zwei. So, nochmal. Jetzt müsste ich mich nach vorne bauen. Zum Minimum nochmal zwei. Oder drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Huch, nee, hier brauche ich das nie mehr machen. Wo ist er denn schon wieder? Ihr müsst da aufpassen. Da hinten rennt er doch wieder. La la. Zack, zack. Ich weiß, es ist echt hier eine total mühselige. Aber komm, ich ziehe das jetzt hier vorne durch. Da haben wir so ein bisschen Umriss schon mal drinne. Dann wissen wir, wie wir bauen können. Weil wenn ich Material suche, können wir auch gleichzeitig nach dem Wandmaterial Ausschau halten. Warte mal, gleich hier. Ich frage mich sowieso immer, wie hier Grasblöcke hochkommen, wenn ich immer alles schon 10-mal weggeruppt habe. Nein, ich muss Stein produzieren gehen. Nein! Nein! Dann habe ich hier noch was drin. Jo! Das Glück sei mir heute, dass ich nicht runterrennen muss. La 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 la. Jetzt ist er weggegangen, jetzt ist er beleidigt, weil ich ihn nicht beachtet habe. Ich habe ihm keine Beachtung geschenkt. So müsst ihr das draußen machen, wenn ihr irgendwo seid. Die Leute, die euch mobben, einfach keine Beachtung schenken. Er hat mich jetzt gemobbt, ich habe ihn nicht beachtet und dann geht er. Oder er hackt wieder irgendwelche anderen Scheiß aus. So. Da ist das Steinchen weg.
La la la, la la, la la la. Sorry, sing gerne mit. Zwar nicht so unbedingt im Let's Play, weil das ist immer peinlich. Ihr hört's mittlerweile. Mann, warum ist denn hier schon wieder so ein hässlicher Baum? Stirb, Baum! So, alles für die Umwelt. Alles für den Club. Unser Welt. Unser Geld für den Hund. So. Ja, mach weg. Stein kann nicht brennen. Muss man den Baum hier auch mal erklären. Hulululululu. Tu es weg. Mach es, tu es. Mach es, tu es, lass es. Ob ich das hier schräg rüberbaue? Nö, 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 nö. Jetzt mach's weg. Meine Bau ist halt ab. Ja, hier brauchst du jetzt eh nicht mehr brennen. Oder mache ich hier so eine Schräge rein? Ich weiß es nicht. Ach! Ich mach das nochmal ganz kurz weg. Also ich muss hier ein kleines bisschen überlegen. Sorry, Freunde, wenn ich hier nicht allzu viel quatschen kann. Aber ich muss hier... Ich muss ja einen Plan haben, was ich hier überhaupt tue. Was ich meistens nicht habe. Bin ich jetzt 1, 2... 2, 3. Komm, machen wir gleich den vierten ran. Sonst können wir uns ja später noch ein kleines bisschen ausbessern. So, da haben wir die Umrandung. Wir haben die Bodenziegel fast fertig. Und ein Fallloch. So. Der Spaß an der ganzen Sache ist, ich muss hier oben das Zeug auch wieder rausruppen, weil wir ja hier oben zumindest noch eine Decke reinbauen wollen, was auch wieder ein Haufen Arbeit ist. Und ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie Andrasit finden oder Deodrit, dass wir hier irgendwie was zubauen können. Oh Mann, ich glaube, das nimmt hier oben kein Ende. Ich werde aber, glaube ich, nächste Folge mache ich so mal so einen kleinen Rundgang da unten. Dann warten wir da unten mal ein bisschen lang und gucken mal, was die anderen beiden noch so gemacht haben. Was die denn so gebaut haben. Würde mich auch mal wieder interessieren, weil ich gucke zwar ab und zu bei Bobbys Videos rein, aber ich will mich ungern immer spoilern lassen, weil der macht immer manchmal so die Videos, dass ich genau das sehe, was ich mir eigentlich selber angucken will. Und das ist immer ein bisschen kacke. Also da gucke ich, ich höre dann meistens eher rein. Ich lasse Bobby dann nebenbei beim Zocken mal laufen, höre ihm dann zu, was er dann so vor sich hergibt. Und guck dann weniger aufs Video, weil ich mich echt nicht spoilern lassen will. Weil ihr könnt ruhig gucken. Guckt ruhig da rein. Guckt euch an, zum Beispiel, wenn Bobby und Sari da was bauen, guckt euch das mal an. Weil manchmal, ich finde das manchmal ganz geil. Also gerade wenn es so um Konstruktionen geht. Was ich hier mache, ist einfach nur erstmal freibuddeln. Bei mir kommt jetzt erstmal nichts Interessantes, außer dass ich hier irgendwas freibuddel und versuche was hochzuziehen. Und ein bisschen Licht könnte hier auch nicht schaden. Blub. Ein bisschen mehr Licht. Nicht mehr Licht vom Wasser, sondern mehr Licht. Oh Gott. Ich glaube, ich habe mich hier wieder eine Mammutaufgabe gestellt. Mach gut. Und schreib nicht immer, dass ich in Dings machen soll. Wie heißt das? Was war das? Nee, Gerichtssaal, Amtsgericht, keine Ahnung. Irgendwas. Irgend so ein komisches Gebäude. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Was war denn das nochmal? Keine Ahnung, irgendwas, wo Regeln dran stehen. Wir brauchen aber gar keine Regeln, weil wir ja wissen, was man alles macht und was man nicht machen sollte. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, das ist ein Rathaus. Wir brauchen hier kein Rathaus. Ohne Rat brauchen wir auch das Haus nicht. Wir beraten uns ja selber nicht. Und außerdem guckt eh keiner an die Schilder ran. Und wenn, dann sieht man es im eigenen Video, was gesagt wird. Denke ich, hoffe ich mal. Sollte. So sein. Wo ist die Spinne? Ach ja. Jetzt, ich kann jedenfalls sagen, dass mit diesem Video das Grundprinzip von Minecraft zur Hälfte erfüllt haben. Wir meinen. Craften erst später. Gut, wir haben ja ein bisschen gecraftet. Wir haben ja das polierte Lumpe gemacht.
Mann, jedes Mal verschlucke ich mich. Das kommt, wenn du zu viel quatscht. Wenn du zu viel quatscht, verhaspelst du dich und schluckst Luft. Dann musst du entweder ins Mikrofon rülpsen oder du hustest rein. So, und ich mache jetzt erstmal hier folgendes Päuschen. Danke euch natürlich fürs Reinglotzen. Nächste Folge, da gucken wir mal, was die da unten machen. Und was die da schon wieder aushacken. Warum sind jetzt die ganzen Steine hier drin? Und im gleichen Schwung suchen wir noch ein bisschen anders, dass wir hier den Boden machen können für das Hotel. Und ja. Warte, ich drehe mich kurz. So, Marvis Päuschen. Danke fürs Reingucken und macht's gut, ne? Haut rein. Viel Spaß. Schönen Tag noch. Tschüss.